Wird die Girocard bald abgeschafft? Die Girocard, oder heute noch oft fälschlicherweise als EC-Karte bezeichnet, ist das mit Abstand beliebteste Zahlungsmittel der Deutschen. Die deutschen Girocards sind mit dem Maestro- oder VPay-Logo von Mastercard bzw. Visa ausgestattet und konnten bisher im Ausland nur aufgrund dieser Kooperation genutzt werden. Diese läuft im Juli 2023 zumindest mit der Mastercard aus. Mastercard möchte mit der Abschaffung seine eigene Debitkarte vorantreiben und von den Gebühren profitieren, die bei jeder eurer Zahlungen bei einem Händler anfallen. Auf den ersten Blick bietet der Wechsel zu einer Debitcard eigentlich nur Vorteile für die Verbraucher. Alle Funktionen der Girocard plus Zahlungen online sowie im Ausland. Was will man mehr? Aber die Gebühren, die Mastercard und Visa bei den Händlern erhebt, sind aufgrund ihrer globalen Marktposition teilweise deutlich höher und diese Kosten müssen durch die Händler getragen werden und könnten früher oder später an die Verbraucher weitergereicht werden. Die Girocard ist im Prinzip antiquiert und wird vermutlich mittelfristig durch Mastercard oder Visa oder eine weitere Alternative abgelöst werden.